Die Flugschaukatastrophe von Rammstein ging als eine der größten Tragödien in die Geschichte der Bundesrepublik ein. 70 Menschen verloren ihr Leben. 450 wurden zum Teil schwer verletzt. Um 13 Uhr beginnen die Flugvorführungen von internationalen Kunstflugstaffeln aus aller Welt. Höhepunkt und Abschluss des Flugtages ist der Auftritt der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori, zu Deutsch die dreifarbigen Pfeile. Die italienische Kunstflugstaffel Frecce Tricolori wurde bereits 1960 gegründet. Unter Fans gilt sie als die beste. Und davon fliegen Formation, eine Solo. Es ist 15.45 Uhr und die Italiener beginnen mit ihrer schönsten Flugfigur, dem durchstoßenen Herz. Ich kommentierte auf Englisch und hatte gerade gesagt, die Kunstflugstaffel zeigt ihnen jetzt das Herz. Nachdem 9 der 10 Maschinen der Frecce Tricolori eine Herzfigur in den Himmel geschrieben haben, soll der Solopilot dieses Herz quasi wie ein Pfeil durchqueren. Weil der Solopilot Ivo Nuttarelli circa 4 Sekunden zu früh und in zu tiefer Flugbahn den vorgesehenen Kreuzungspunkt erreicht, stößt er mit 2 Flugzeugen seiner Kameraden zusammen. Der Stacheldraht, der übermütige Zuschauer vom Betreten der Landebahn abhalten sollte, wird vom abstürzenden Flugzeug in die Menschenmenge mitgerissen. Der Stacheldraht ist glühend heiß und schneidend scharf. 800 Liter brennendes Kerosin schwappen in einer riesigen Welle über die Menschen. Thank you.